Hallo zusammen, ihr habt ein kleines Segelboot ohne Strom, ohne irgendwas drauf, eine Jolle, könnt aber trotzdem übernachten und ihr möchtet einen Kühlschrank. Ich würde jetzt vom Kühlschrank weggehen und auf eine Kühlbox gehen, so wie diese Box hier, eine Remo B30, man könnte auch auf eine 31 gehen, auf eine 20er. Hier in dieser Box bringe ich 1,5 Liter Flaschen rein, 5 Stück, noch was Kleines zum Legen. Wir sehen hier von oben, da gehen die Flaschen rein, Anschlusskabel liegt drin, das alte Energieschild liegt drin. Hier von der Bedienung her kann ich die Temperatur einstellen. Also diese Kühlbox hier hat eine Kompressortechnik, ihr könnt die auch kurzfristig 45 Grad schräg stellen, das heißt, wenn die mal richtig unter Wind läuft und in Krängung, dann ist das also auch kein Problem. Das ist die Kühlbox, die ich euch empfehlen würde. Platzverhältnis angepasst, kleiner oder größer. Nur ihr habt ja keinen Strom auf dem Boot, ihr habt wirklich nichts auf eurem Segelboot, das Segeljolle. Und hierzu würde ich euch noch diese Batteriebox empfehlen. Diese Batteriebox, da ist ein 100 Ampere Lithium, Ampere Stunden Lithium-Batterie drin und ich kann hier auf der Seite meine Kühlbox direkt anschließen. Ich kann, wenn diese geladen ist, diese Kühlbox rund 4 Tage betreiben. Also das heißt, Wochenende überhaupt kein Problem. Ihr habt zusätzlichen Ausgang 230 Volt, ihr habt USB-Ausgang zum Laptop, Handyladen und sonst irgendwas. Also fürs Wochenende seid ihr hiermit gut bedient. Ihr könnt auch hier eine Nespresso-Kaffeemaschine mitnehmen, Kaffeemaschine morgens laufen lassen. Das ist also technisch überhaupt kein Problem und es ist alles, ich sag mal, schon vorverdrahtet. Jetzt kommt das mit dem Laden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Box zu laden. Das eine ist, wir nehmen dieses 20 Ampere Ladegerät. Das steckt man hier ein, einer von den beiden Anschlüssen, entweder direkt oder geschaltet über einen Hauptschalter. Und so kann ich diese Batterie, ich sag mal, nach Hause nehmen. Und zu Hause laden geht etwa 5 Stunden. Oder wenn ich im Urlaub bin, fahre ich einfach alle 3 Tage mal in den Hafen, wo ich dann mit diesem Ladegerät die Batterie wieder aufladen kann. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich will doch nicht mit der Batterie nach Hause fahren, das ist mir zu blöd, ich habe sowieso mein Segelboot liegt an der Boje, ich habe da so ein kleines Dingi, da fahre ich ans Land und ist auch scheiße. Für das gibt es zum Beispiel so ein Solarpanel. Das ist jetzt von Solara. Das Panel hat 30 Watt Peak. Bringt 120 Watt pro Tag. Das ist so durchschnittliche Solarleistung. Und diese Kühlbox, die braucht um die 300 Watt. Also das geht nicht auf. Nur, ihr müsst ja vielleicht arbeiten unter der Woche. Das heißt, die ganze Woche mit dem Panel das Ding laden, 120 Watt, also in 10 Tagen kann ich das Teil vollkriegen. Bei schönem Wetter im Sommer sogar noch schneller, wenn es halt die ganze Woche wüst ist, dann geht am Wochenende auch nicht aufs Boot, da habe ich wieder 14 Tage zum Laden, dann geht das im Schnitt auf. Was ihr noch dazu braucht, ist so ein Solarregler, das ist ein 4 Ampere Regler, der geht für 50 Watt, also für dieses Panel ideal. Und dieses Anschlusskabel vom Panel dann hier auf diese Kühlbox, Dauereingang. Und so kann ich die ganze Woche laden. Und wenn ich am Freitag aufs Boot komme, ist diese Box, ich sag mal, voll.
Wenn ich wirklich im Urlaub bin, kann ich auch mal irgendwo in den Hafen fahren nach 2-3 Tagen mit dem Solarpanel, nach 4-5 Tagen, also einmal in der Woche, also zweimal dann, und da Strom anstecken, das ist in der Regel kein Problem. Diese Produkte, die Box, die Batteriebox hier und das Ladegerät, das verlinke ich euch unten drin. Ich habe keine Solaranlagen im Sortiment. Ich habe das Zeug zwar am Lager. Das ist kein Thema. Ich habe die Anschlusskabel hier am Lager. Man müsste einfach wissen, wie lange. Und ich mache hier das neue Logo vom Batterie-Lagershop. Wir öffnen unser Lager. Da gibt es Panels. Also hier liege ich dann bei der Box bei, habe ich gezeigt, 460 Euro. Bei dem Teil bei 1400 Euro Franken. Und bei dem Panel hier, wir haben momentan Restposten, Geräte, die rumliegen. Den Regler gibt es an sich nicht mehr, obwohl er ein Top-Regler ist, aber wurde zu teuer. Und für das Panel, da rechnen wir jetzt 2 Euro das Watt, also 60, und den Regler, da sind wir noch bei einem Hunderter, also bei 200, 300 Euro Franken habe ich Strom auf dem Boot. Ich kann die Kaffeemaschine laufen lassen, ich kann mein Handy einstecken, ich kann irgendwelche Lampen betreiben damit, die ich hier auch einstecken kann. Eine Taschenlampe zum Aufladen, die kann man teilweise heute auch über USB aufladen oder übers 230 Volt. Ich kann auch meinen Laptop mitnehmen, meinen Laptop hier übers 230 Volt anschließen. Gut, da ist dann mit den 4 Tagen dann nicht mehr so das Wahre, aber technisch überhaupt kein Problem. Diese Panels, diese Regler, diese Kabel, die gibt es bei uns im Lagershop. Der wird, ich sage mal, wir sind an der Eröffnung. Also wenn ihr Bedarf habt, kommt vorbei, schaut euch das an. Die Box haben wir Lager, die Box haben wir auch Lager. Wir haben einen Laden mit 100 Quadratmeter. Wir machen jetzt den Lagershop nochmals mit so viel. Ja. Das wäre mein Vorschlag für die Stromversorgung und die Kühlbox auf dem Boot. Ich mache euch hier einen Link über diese Batteriebox, über diese Kühlbox hier unten, und ich wünsche euch einen schönen Tag.